Hast du schon einmal Daten verloren? Mir ist es mal so gegangen, dass ich Fotos von mehreren Jahren einfach mal verloren habe. Ich konnte nicht mehr darauf zugreifen. Es gibt Firmen, die das Ganze wiederherstellen können, aber es gibt auch Firmen, die ganz be bewusst Daten löschen, Akten schreddern, alte Festplatten löschen, damit niemand mehr auf diese Daten zugreifen kann. Das macht Sinn, wenn man ein Smartphone oder einen Laptop verkaufen möchte. Dass jeder Mensch mit der Zeit eine Unmenge an Schuld anhäuft, ist kein Geheimnis. Doch wie diese Schuld wieder loswerden? Manchmal wollen wir diese Daten löschen und wir können es einfach nicht. Das ist aber einer der zentralen Gedanken der Bibel. Und Menschen aller Zeiten sind damit beschäftigt, diese Schuld loszuwerden. Sie überlegen sich, wie die das machen können. Und das ist auch die Erfindung der Religionen gewesen. Überlegen, wie man schuldlos wird. Gott gibt seinem Volk Vorschriften, die verstehen helfen, wie Schuld und Sühnung von Schuld funktioniert. Schuld kann nicht ungeschehen gemacht werden und verschwindet nicht einfach. Schuld muss irgendwie auf eine andere Art und Weise weg, nämlich durch Bezahlung. Hebräer 10 sagt, die Opfer wurden jedes Jahr wiederholt, doch sie konnten denen, die zur Anbetung kamen, keine vollkommene Reinigung schenken. Wäre dies der Fall gewesen, dann hätten sie keine Opfer mehr, hätte es keine Opfer mehr gegeben, denn die Opfernden wären ein für alle Mal gereinigt gewesen und sie hätten ein reines Gewissen gehabt. Doch das Gegenteil geschah, die jährlichen Opfer erinnerten sie jedes Jahr neu an ihre Sünden. Wenn ich einen Fehler bei meinen Schülern anstreiche und selber einen Fehler dabei mache, dann habe ich hier die Rückseite, mit der ich einfach drüber streiche und durch die Erhöhung der Temperatur verschwindet diese Schrift. Peinlich ist es nur, wenn ein Schüler dieses Heft in den Kühlschrank stellt, legt und diese Schrift wieder auftaucht. Dann sieht er, welche Fehler ich gemacht habe. Also ist es nicht wirklich so, dass das verschwunden ist. Nein, es ist nur zugedeckt worden, es ist nur versteckt worden, aber eigentlich waren die Daten, war die Information immer noch da. Jesus sagt, ich werde ihr Denken mit meinem Herzen füllen, mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Das ist Jesaja 43. Und er fügt dann hinzu, und ich werde nie wieder an ihr Unrecht und ihre Sünden denken. Das ist was ganz anderes. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, steht in Epheser 2. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Für uns Menschen ist das schwer vorstellbar, dass Gott etwas vergessen könnte. Wir selber können auf Knopfdruck eigentlich nicht vergessen. Höchstens aus Zufall, weil man nicht daran gedacht hat oder nicht aufmerksam genug war. Aber Gottes Vergessen, Gottes nicht daran denken, kann nicht ein buchstäblicher Gedankenverlust oder Gedächtnisverlust sein. Es widerspricht Gottes Wesen, irgendetwas buchstäblich zu vergessen. Wenn Gott nicht buchstäblich unsere Sünden vergisst, was bedeutet dann aber Jesaja 43, Vers 25 dann? Das ist eine Sache, die Gott selbst entschieden hat. Er hat verschiedene Bilder dafür verwendet und schreibt immer wieder verschiedene Bilder, die ich tilge deine Übertretungen. Nicht, weil du das verdient hast, sondern ich tilge das um meinetwillen. Das heißt, Gott ist gnädig. Er ist selber derjenige, der entscheidet, dass er diese Tilgung. Das ist ein Bild aus der Schreibsprache. Wenn ich also etwas geschrieben habe, aufgeschrieben habe, eine Schuld aufgeschrieben habe, dann wird sie nachher, wenn die Schuld bezahlt ist, getilgt. Es wird quasi ausradiert oder durchgestrichen, um daran nicht mehr zu denken. Das kann nicht mehr gegen mich verwendet werden. Und das ist etwas, was Gott hier als Bild verwendet, dass an unsere Sünden nicht mehr gedacht wird. Jesaja 43, 25. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Für uns schwierig, für Gott möglich, weil er allmächtig, allwissend ist. Ein allwissender Gott muss selbst entscheiden, ob er an diese Sachen noch denken will oder nicht. Und das kann er machen. Es ist nicht wegen der Würdigkeit eines Volkes, eines Menschen, sondern wegen seiner reinen Gnade und Liebe zu ihnen, zu uns, dass er die Sünden wegnimmt. Gott möchte gerne, dass wir wissen, dass er vergeben hat. Und deswegen gibt es eigentlich, ich würde mal sagen, ein Fest der Erinnerung an das Vergessen. Gott hat das Abendmahl eingeführt, damit wir immer wieder daran denken, dass Gott unserer Schulden nicht mehr gedenkt. Es ist nicht einfach nur eine Entscheidung, sondern es hat ihn unglaublich viel gekostet. Er hat mit dem Blut seines Sohnes bezahlt, damit wir unsere Schuld loswerden. Schuld kann nur gesühnt werden, Schuld kann nur bezahlt werden.
und dann wird sie vergeben, nicht einfach nur zugedeckt. Es gibt viele Bilder in der Bibel, die deutlich machen, was dann passiert. Und in Micha 7 steht, dass er die Sünde in die tiefsten Tiefen des Meeres wirft. Das ist auch ein Bild, was ja nicht wirklich so passiert, aber es sind Bilder, die uns helfen zu verstehen, wie Gott mit Schuld umgeht. Die ganze Heilige Schrift dreht sich darum, wie es sein kann, dass Gott unsere Schulden vergessen kann, vergeben kann. Nicht, weil er eine Gedächtnislücke hat, sondern weil er seinen Sohn gesandt hat, um alle Sünden seines Volkes zu tragen und an ihrer Stelle am Kreuz zu sterben. Dadurch hat er die Schuld für die Sünden des ganzen Volkes ausgelöscht, als ob sie nie in unserer Beziehung zwischen ihm stehen würden. Was bin ich froh, dass an dem Tag, als ich Jesus mein Leben anvertraute, meine Vergangenheit aus Gottes Datenbank gelöscht wurde. Und wenn du jetzt auf dem Server Gottes den Namen, meinen Namen eingibst, Eduard, Vergangenheit, Sünde, Enter. Und dann steht auf dem Bildschirm ganz groß, Suche nicht erfolgreich. Warum? Er erinnert sich nicht mehr an meine Sünden, weil er sich dazu entschlossen hat. Wow, das ist eine gründliche Datenlöschung. Das ist wirklich eine gute Nachricht. Und das ist einen Dank wert. Und deswegen möchte Gott, dass wir immer wieder dran denken und ihm dafür danken. Gott hat deine Schuldendatenbank leer gemacht. Ganz, ganz geleert. Danke Gott dafür. Er ist es wirklich wert.